And welcome back, folks. Welcome to Let's Play Woodruff and the Schnibble of Azimuth. Last time we made a lot of progress. We found, I think, yeah, three elementary syllables in the last time. We still have one syllable, which we can give to the Butzuk Sultan. Strange. Okay, so the syllable of advice does not belong to the Butzuk Sultan. That's a bit strange. Sorry, Woodruff. Okay, then there was this issue about the safe, which had a code, which in order to get you had to go back in time, but I don't quite remember. Nehme what? An, edler Würdenträger, dass Sie der Weise der Kraft sein müssen. Leider habe ich nicht mehr Kraft als ein gewöhnlicher Sterblicher, seitdem ich meine Energiesilbe verloren habe. Yes, he has lost his syllable of energy, so I don't quite remember what we are supposed to do in order to get this code. It's besides that, we have to go back in time. Haben Sie eine Idee, an welchem Ort sich Ihre Energiesilbe befinden könnte? Oh ja, das weiß ich. Sie ist eingesperrt mit dem Staub des unbekannten Butzuk in diesem Tresor, der durch einen Zahlencode geschützt ist. Yes, but his elementary syllable lies inside this, inside the safe. I just wish you could turn off this animation. Maybe you can. No, you can't. Okay. Gibt es etwas, womit ich Ihnen behilflich sein könnte? Verlorene Mühen. Der Zeitenweise sagt, man müsse in die Vergangenheit gehen, um den Zahlencode bei seinem Besitzer zu suchen. Yeah, okay, so we need to go back in time to find the code. To get the code from the owner of the safe. Or the owner of this code. I'm not sure how that sentence was meant. Nehme an, edler Würdenträger, dass Sie der Weise. Yeah, we already had that dialogue. Let's try to make this time travel formula. So it's this, and this. So the time syllable. Okay, hold on. Yeah, I do wish I could just remember this. Okay, the. The time syllable, syllable of power, and then the elementary syllable, I think. Okay, let's try that. Syllable of time, elementary syllable. And syllable of power. And I think it worked. Okay, now we have a formula which we can use. Maybe we can just use it on the save. Apparently not. Not a good idea. Neither is that. Okay. I think I actually do remember where I used this formula for my last playthrough of this game, which was years ago. I
I think you have to use this formula on the statue at the place for the remembrance between the war of the war between the Butsuks and the humans. Before we go there, let's go back to the council room and see if we can talk to the Sage of Time. Or talk to the Sage of Wars first. Fühle mich wie ein neugeborenes Wort. Werde auf der Stelle in den Rat gehen. Da ist ja unser junger Abenteurer. Wie du siehst, habe ich meinen Platz in dieser ehrwürdigen Versammlung als Butsuk-Historiker wiedergefunden. Jetzt kann ich dir auch erzählen, was an dem Tag passierte, als die große Schlacht geschlagen wurde. Yeah, now, since you remember stuff now, you can tell us the story between the of the war between the Butsuks and the humans. Das Datum ist der 3. Dezember, ein Wendepunkt der Butsuk-Geschichte. Kälte und Wind überall, aber da ein einzelner Butsuk namens Vladimir. Er weiß nicht, dass wir den 3.12. schreiben, aber er hat schon einige Zweifel und er ist Butsuk Mutterseelen allein. Okay, so apparently we have to go back to the 3rd of December, so we got the time coordinate. And there's a person which we have to meet, apparently called Vladimir. Aber bevor ich weitermache, muss ich auch von der Thermoweste aus Veteranenacryl erzählen. Hätte nämlich der gute Vladimir eine Thermoweste aus Veteranenacryl gehabt, wäre ihm nicht so kühlfrostig gewesen. Hätte sich weniger allein gefühlt. Plötzlich fällt Vladimir ein. Es ist ja der 3. Dezember. Okay, then he said some strange stuff about a vest of a thermo vest of beta raven acryl or something such thing. So apparently it was very cold at that day, and I think that we have to find such a vest and give it to Vladimir when we go back in time. I think I think he's just telling us now what we are supposed to do. Das Datum ist der 3. Dezember, ein Wendepunkt der Butsuk-Geschichte. Kälte und Wind überall, aber da ein einzelner Butsuk namens Vladimir. Er weiß nicht, dass wir den 3.12. schreiben, aber er hat schon einige Zweifel und er ist Butsuk-Mutterseelen allein. Aber bevor ich weitermache, muss ich auch von der Thermoweste aus Veteranenacryl erzählen. Hätte nämlich der gute Vladimir eine Thermoweste aus Veteranenacryl gehabt, wäre ihm nicht so kühlfrostig gewesen. Hätte sich weniger allein gefühlt. Plötzlich fällt Vladimir ein. Es ist ja der 3. Dezember. Okay, so apparently we have to meet this Vladimir and give him a vest made of Veteranenacryl. When we go back in time. Ah, ich kenne dich doch. Du bist Woodruff, der Sohn meines Freundes Azimut. Ich weiß, dass er noch lebt, sonst hätte sein Geist mich bereits besucht. Maybe he can tell us something about this formula for time travel. No. Okay, any more syllables which you can distribute? I don't think so. So
I think we should really go to this place. To the place for the remembrance between the war, for the war between the Butzugs and humans. But we apparently need some kind of item which we don't have. So I think what we really should do now is find this, find the Butzug stage of health, which we know is trapped in this version of Doom, which we saw earlier. So let's go back to this. I'm just thinking about the shortcut, because in one of the early episodes we saw that there's a shortcut to get from here to the red light district. So we don't have to use that many elevators. Yes, even though this is called, my channel is called Elevator Simulator, I think we've seen enough of that. So yeah, here's the shortcut to the red light district. Then we can, we probably have to make some strudel first. And then we'll rescue the Sage of Health. This should be enough, I think. Yeah, I think that's enough. Okay, let's try and rescue the Sage of Health. Here's your money. Entdeckt mich jemand. Ah, danke, mein Lieber. Nun werde ich endlich in den Rat zurückkehren. Ich bin der Gesundheitsweise. Und ich war beauftragt, diesen sensiblen Teil des Programms zu entsyphilisieren. Aber ich finde den Ausgang nicht mehr mit diesen verfluchten Biestern überall. Als Dank für meine Befreiung verrate ich Ihnen meine Gesundheitssilbe. Für einen Mediziniker ist das wohl das Absurdeste, seine eigenen Kreaturen umzubringen. Vorsicht! Ein verflixter Mutant! Scheiß Gentechnik! Yes, we have now a new syllable, and the Sage of Health looked surprisingly unhealthy. And that's probably just the violence that he was being subjected to in this version of Doom. Yes, the syllable of health, of medicine. And let's see what kind of formulas which we can produce now. Yes, this formula. Sweet. 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 Sie sind mein erster Patient. Mal sehen, ob wir eine kleine Diagnose stellen. Sie haben ein aufgeblähtes Ego und eine Schizo-Verdoppelung der Persönlichkeit. Und das Magengeschwür ist ganz frisch.
Hören Sie auf mit diesen Idiotenspielen! Okay, now we have a new formula. A formula for diagnosis, and I think I have a faint idea where we could use that. So we will see if that faint idea turns out to be true when we come back, folks. So until next time, folks. Until then.